Hey Kameramagier, in diesem Video zeige ich dir das neue YouTuber-Preset, was ich für dich erstellt habe. Es ist ein Projektarchiv, was verschiedene Animationen und Timelines beinhaltet, so alles, was man für seine Social-Media-Zeugs braucht. Also neben der ganz normalen YouTube-Timeline habe ich auch eine Instagram-Timeline, die auch bereits vorbereitete Overlays hat, um deine Videos anzukündigen. Also, lad's dir runter und wir schauen uns heute an, wie du dieses Preset nutzt und wie du das installierst. Also, abonnieren! Und falls du die Abo-Animation haben willst, die gerade hier durchläuft, ja, die ist auch in dem Preset drin. Also, okay, nachdem du dir das Zip-File erstmal hier runtergeladen hast von dem Link in der Beschreibung, solltest du es erstmal entpacken. Ich nutze hierfür 7-Zip und es kommt ein Ordner raus, der zwei Unterordner hat. Einmal Presets und einmal das Projektarchiv. Das Projektarchiv importieren wir gleich, aber wir installieren jetzt erstmal die Presets. Und wenn du mal auf den Ordner Presets klickst, dann siehst du hier eine Unterteilung nach Titles, Generators und Effekten. Genauso wie es auch in DaVinci Resolve vorherrscht. Und diese einzelnen Presets musst du in die entsprechenden Ordner speichern. Und die findest du ganz einfach, indem du in DaVinci Resolve gehst, hier unten auf Fusion klickst und in Fusion oben auf Effect Library gehst, die Edit Templates anklickst und die drei Punkte anwählst und auf Show Folder klickst. Und damit weißt du ganz genau, hier kommen die Effekte rein, hier die Generators und hier die Titles. Und nachdem du diese Effekte, Generator und Titles in die entsprechenden Ordner gespeichert hast, findest du sie dann auch hier in der Edit Page in deiner Effect Library. Zum Beispiel diesen Abo-Button mit kleinen Herzchen. Und du kannst natürlich ändern, was drin steht, um es zum Beispiel auch an deine Sprache anzupassen. Okay, nachdem wir jetzt die Effekte und Presets installiert haben, wird es Zeit, das Projektarchiv zu importieren, weil da noch zusätzliches Zeug drin liegt, wie zum Beispiel eine YouTube-Endcard oder Instagram-Ankündigungsanimation für dein YouTube-Video. Also, auf geht's! Dazu klicken wir hier unten auf den Homescreen und klicken per Rechtsklick irgendwo hier in das graue Feld hinein und klicken auf Restore Project Archive. Dann navigieren wir zu unseren Downloads, also da, wo du das Ganze hingespeichert und entpackt hast, und gehst in das Projektarchiv und hier diesen YouTubeTemplate.dra Ordner, den wählen wir an, klicken auf Open und ich nenne das jetzt mal YouTube Bear Template, klicken auf OK und damit ist hier dieses Projekt ganz vorne in unserem Projektmanager und mit einem Doppelklick drauf öffnen wir das Ganze. Und das ist die Timeline, mit der wir begrüßt werden. Das ist eine Full HD 16:9 Timeline mit 25 Frames die Sekunde. Falls du allerdings ein anderes Format brauchst, habe ich sie dir schon angelegt. Du kannst einfach hier auf den Pfeil nach unten ein Dropdown-Menü öffnen und zum Beispiel zu deiner Instagram-Story oder TikTok, was auch immer du machst, ne, kannst du quasi zu der Timeline navigieren, die du brauchst. Aber hier liegt auch anderes drin, zum Beispiel eine Like-Animation oder auch sowas wie Overlays. Also falls du ein Tutorial-YouTuber bist, so wie ich, der gerne mal was einkreist oder was in ein Rechteck packt, hast du hier bereits ein Circle und ein Square drin. So kannst du quasi einfach nur die Adjustment-Clips und die einzelnen Fusion-Comps über die Stellen an deinen Videos ziehen, wenn du hier einfach nur noch mal ein anderes Video reinziehst. Angenommen, das hier ist dein fertiges Video, kannst du dann einfach sagen, okay, ich brauche jetzt noch einen Zoom. Dann nehme ich mir hier den Zoom-Effekt, ziehe ihn über meine Timeline, stretch den noch ein bisschen und unter Effects kann ich dann einstellen, wohin ich zoomen möchte. Und dann habe ich quasi schon einen vorbereiteten Zoom, der quasi reinzoomt und nach kurzer Zeit wieder rauszoomt, wie du es vielleicht auch schon durch meine YouTube-Tutorials kennst. Genau, und du hättest hier hinten dann auch noch eine Endcard, in die du natürlich reingucken kannst, indem du mit dem Teil in Fusion gehst und dir da quasi rausgucken kannst, wie habe ich denn hier die Endcard gebaut, wie ich zum Beispiel diese Overlays gebastelt habe, indem ich Rectangles und Ellipsen miteinander verknüpft habe und die dann noch mit Softglow zugeballert habe. Und du kannst natürlich auch sehen, wie ich mir diese Animation hier hinten gebastelt habe, die du vielleicht aus meinem Audio Visualizer Tutorial kennst. Na, da siehst du hier, was alles drin liegt und kannst zum Beispiel in der Shape3D die Farben anpassen, indem du unter Material gehst und dem Ganzen eine andere Farbe gibst. Ja? Ja. Okay. Kriegt er wieder. Die 80er haben angerufen. Die wollen die Endcard zurückhaben. Okay, mal genug mit der Endcard.
Lass uns mal kurz reingucken. Ich habe hier nämlich neben den Timelines und dem Footage auch noch Utilities, wo quasi ein Adjustment-Clip drüber liegt, den du dann quasi in deine Timeline ziehen kannst und der quasi schon resettet ist, um darauf Animationen draufzulegen, wie zum Beispiel einer von meinen Callout-Effekten. Aber das weißt du sicherlich schon aus meinem Callout-Tutorial. Okay, neben den Utilities findest du natürlich auch noch in der IG-Timeline, also IG-Story-Timeline, auch noch andere Animationen, wie zum Beispiel diese hier, die dein YouTube-Video ankündigen kann, indem sie einfach aufploppt und sagt, du hast ein neues YouTube-Video. Diese Fusion-Komposition kannst du dann also quasi über einen Zusammenschnitt von deinen Videos ziehen, die du quasi hier in der Instagram-Timeline machst und somit hast du gleichzeitig auch noch eine Story oder einen Post für deinen Instagram-Kanal und kannst es so besser verwurschteln. Und ich hoffe, du verwurschtelst auch mal meinen Like-Button unter diesem Video. Oh mein Gott, das klingt so falsch. Naja, gib dem Video auf jeden Fall ein Like, damit es noch mehr Leute sehen und viel, viel mehr von diesem kostenlosen Zeug profitieren. Und sag mir doch mal, wie glücklich du über das kostenlose Zeug bist. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.